Fett verlieren ist einfacher, wenn man keine Zeit hat. Und ich meine diesen Satz zu 100% ernst und ich stehe auch dahinter. Weil wir wissen alle, um Fett zu verlieren, musst du im Kaloriendefizit sein. Und der Punkt ist der, was ich bei mir selbst und vor allem auch bei allen meinen Klienten beobachten kann. Wann neigen wir am ehesten dazu, uns nicht an unsere Kalorien zu halten? Meistens am Wochenende. Meistens, wenn wir viel Zeit haben. Die meisten von uns, mir eingeschlossen, wenn wir einen normalen Wochentag haben, wo wir arbeiten, wo wir dann trainieren gehen, wo wir uns, ich jetzt nicht, aber viele, die Familie haben, um ihre Kinder kümmern müssen, wo man sich um den Haushalt kümmern muss, wo man einkaufen muss, wo man diese ganzen Sachen machen muss, da denkt man meistens gar nicht ans Essen. Meistens hat man in der Zeit auch gar keinen Hunger. Und das ist dann der Punkt, wo man am Ende vielleicht zwei Mahlzeiten isst, aber trotzdem nicht auf seine Kalorien gekommen ist. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, es ist einfacher, Fett zu verlieren, wenn du keine Zeit hast. Weil alle sagen ja immer, okay, ich habe keine Zeit, ich kann kein Fett verlieren, ich kann nicht meinen Traumkörper erreichen, weil ich keine Zeit habe. Klar, du musst natürlich auch ab und zu mal trainieren, wenn du Muskeln aufbauen willst, aber Fettverlust an sich, nur Fett zu verlieren, ist viel, viel einfacher, wenn du nicht so viel Freizeit hast. Weil was passiert, wenn du viel Freizeit hast? Du denkst auch öfter ans Essen. Du hast auch durchgehend Hunger, weil du an das Essen denkst. Und dementsprechend, wie gerade schon gesagt, wann halten wir uns am wenigsten daran, beziehungsweise wann halten wir uns am wenigsten an unsere Kalorien? Richtig, am Wochenende, wenn wir viel Zeit haben, weil wir sind zu Hause, wir bekommen Hunger, essen, haben wieder Hunger, essen, 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 essen. Abends sind wir dann noch mit Freunden, essen, essen, essen. Wenn du keine Zeit hast, weil du die ganze Zeit am Arbeiten bist, selbst wenn du Hunger hast, kenne ich ja von mir selber, schiebst du das einfach nach hinten, weil du aktuell keine Zeit hast. Und genau das ist der Grund. Wenn du dann am Ende des Tages essen musst, du musst ja sowieso was essen, wenn du dann einfach nur eine klügere Entscheidung triffst, anstatt der Tiefkühlpizza, machst du dir einfach so einen 2-Minuten-Reis, den du im Supermarkt kaufen kannst, der schon fertig ist, den du nur aufwärmen musst, brätst dir ein bisschen Fleisch an und machst ein bisschen Gemüse dazu. Ist am Ende des Tages die gleiche Zeit, du brauchst dafür nicht länger als für eine Tiefkühlpizza, hast aber deine Nährstoffe, hast auf deine Kalorien geachtet und hast dir nicht die Tiefkühlpizza reingeschoben. Also kommt es dann am Ende nur darauf an, die klügere Entscheidung zu treffen, weil essen musst du so oder so und die Zeit dafür geht ja so oder so drauf, ob du ungesund isst oder ob du gesund isst. Und wie gesagt, wenn du einfach darauf achtest, am Ende des Tages die klügere Entscheidung zu treffen, dann machst du dir den Fettverlust zum Kinderspiel. Wenn du jetzt noch zwei, dreimal in der Woche trainieren gehst, Krafttraining machst, um Muskulatur aufzubauen, dann steht deinem Traumkörper absolut nichts mehr im Wege. Und wenn du das dann machst, wenn du Zeit hast, beispielsweise am Wochenende oder wenn du einen Tag hast, wo du kürzer arbeiten musst, dann bau doch einfach da das Training ein. Dann machst du dir den ganzen Weg viel einfacher. Und du musst dir ja die Vorteile zunutze machen, die dir gegeben sind. Und ich höre das so oft von meinen Klienten, dass sie mir sagen, ich habe in der Woche gar keine Probleme damit, nicht an Essen zu denken, weil man die ganze Zeit beschäftigt ist. Und deswegen mach dir das doch einfach zum Vorteil. Triff dann am Ende des Tages eine gute Entscheidung. Vielleicht kannst du dir dann in der Woche auch so viele Kalorien aufsparen, dass wenn du dann am Wochenende mit Freunden essen gehst oder wenn du am Wochenende mehr isst als in der Woche, dass du dadurch nicht in einem Kalorienüberschuss bist, sondern einfach bei plus minus null oder trotzdem in einem leichten Defizit bist und so dann auf 7 Tage der Woche gesehen im Defizit bist und Fett verlierst. Mach dir einfach deine Vorteile zunutze, nutz die aus, triff am Ende des Tages eine klügere Entscheidung und du wirst sehen, hab Geduld, denk ein bisschen langfristiger. Sieh das Ganze nicht so kompliziert und du wirst in Handumdrehen und einfach Fett verlieren, ohne dass du dich stressen musst. Und wenn du jetzt noch wissen willst, ob du für Muskeldefinition trainieren kannst, schau dir mal das Video hier an.